alle Mann in Deckung, Akira ist in Deckung. Oder sag ich nicht. Am Wilden Berg. Steigung von 4% auf 2 Kilometer Länge. Langsame LKW, Auffahrgefahr. Auspuffsystem. Das ist gerade gemeldet. Taumittelsprühanlage auf 1,5 Kilometer. Auf Wiedersehen. Nein, willkommen in Hessen. Wir sind in Hessen. Wir verlieren unheimlich an Speed. 77. Mal schalten. Ne, brauchen wir nicht. Oder? Müssen wir schalten? Das ist 76. Müssen wir euch da oben. Fetzen Papier drum. Der Tscheche ist auch weit hinter mir. Überholverbot. Natürlich. Jetzt habe ich auch noch dieses komische Ding hier neu kaufen. Damit sich der Fahrer nicht beschwert, denn das Ding hört, warum das Ding plötzlich fehlt. Hat er das mitgenommen? Wofür eigentlich? Ja. Weil ich es ja wegmachen muss, weil es kaputt ist. Das bringt ja nichts. Ja, egal. Kalteiche. Die kalte Eiche. Auch nicht schlecht. Da auf, Kollege Mercedes-Fahrer, ey. Da
sag ich doch. Ja, dass du dann die Kiste vor mir zerlegst. Z. Steht das für Zeller Mehlis oder für Zwickau? ZW ist, glaube ich, Zwickau, ne? Z steht für Zeller. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, das ist Zeller. Oder gibt es noch ein anderes Z? Was war das jetzt? Weg den Dreckrolle und dann ist dieses Blatt oben. Egal ob ich jetzt nach vorne gucke oder ich sehe es im Augenwinkel und das Blatt, das bewegt sich die ganze Zeit. Das ist nicht schön. Jetzt kommt auch noch ein LKW von hinten. Ein Österreicher, die Grüße seist du, kurze wieder an. Ich möchte mal wieder Österreich fahren. Ist komisch, wenn ich in München unten bin, dann spreche ich Dialekt mit den Leuten. Ist komisch. Sobald ich in München unten bin, spreche ich Dialekt mit den Leuten. Hier im Norden spreche ich Hochdeutsch. Und in Italien, naja. Oder Spanien. Was ist jetzt los? Das wolltest du mir aber verarschen hier. Scheiß Radar aus. Schleichen können da zu Hause. Im Bett. Ja, da ein. Pfeifen, ey. Fahren die plötzlich 70 ohne Grund. Weil es ein bisschen bergab geht oder was? Jetzt geht's aber los. Ja, da. Pflaume. Da möchte ich nicht runterfallen. Das geht 50 Meter runter. Wieder vor mir. Der wird garantiert 80 fahren. Ich hab's gewusst.
über 80 und komm näher. Was geht ab hier? Oh, Schalterlärm bringe ich da ein, Kollege. Wenn du schon mitten auf der Spur stehst. So, 80 ist eingestellt. Hier in der Baustelle waren wir am Blitzer gestanden. So ein neuer. Da vorne am, nach der Brücke. War mal. Ich weiß auch, wo er noch steht. War das die Baustelle? Ja, das war die hier. Pass auf da hinten, ey. Du hast eigentlich 60, du Arschkriecher, der Dämlicher, du Dämlicher, du Damischer. Ich räume jetzt gerade ein bisschen die Baustelle auf, weil so ein Idiot mich... Bleib doch auf deiner Spur, du Drecksack! Wo holt er mich auf meiner Spur, ey? Blödes Arsch, oh blödes. Scheiß Audi-Fahrer dauernd. Ist doch wahr, oder? Siehst du richtig, wie auf der gelben Linie, neben der gelben Linie fährt. So, Continental. Holen wir mal. Das ist ein Nöfer. Darmstadt grüßt Hannover. Servus. Auflieger kommt aus Darmstadt. Das ist das einzigste Nummernschild, was er zu sehen kriegt. Bayern grüßt den Rest der Welt, Gaulskopf. Ja, das ist wieder so ein Auflieger, da musst du beide Seiten aufmachen, um zu gucken. Der hat nicht diese Klammern auf der Ladefläche? Nein. Der hat dieses Lochsystem an der Seite. Gott einzuhängen. Die haben sich auch was dabei gedacht. Ja. Scheißentwickler. Die sollten sich mal beim Kunden draußen hinstellen. Bei minus 3 Grad. Und dann komplette Seite aufmachen. Und die andere Seite dazu. Die möchte ich mal sehen. Bis sie das Kotzen anfangen. Ist doch wahr. Vögel aufliegen. Wenn ich mich nicht irre. Ich will eine Baustelle.